Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 21 von Oxygen Not Included. Und zwar geht es darum, dass wir, der Mordrak hat es wieder geschrieben, uns um Essen kümmern. Ich vergesse es immer wieder, das ist wie im Real Life, da habe ich grundsätzlich auch das Trinken vergessen, sollte ich auch öfter tun. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir das hier in Angriff nehmen. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, diese hier sind ja wassergeführte Äcker und wir machen hier oben drüber, denke ich mal, noch dann normale. Das machen wir dann gleich nach dem Intro. Bis gleich. So, dann legen wir mal los und schauen, dass wir die Äcker dann da bauen. Machen wir sofort hier Nahrung, Acker und jetzt zack, 5 Stück hingesetzt. So, Spiel läuft schon, ja. Gut, Hatcher haben wir hier auch einige. Dann sollten wir vielleicht auch mal den einen oder anderen angreifen, weil das hatte der Mordrak ja auch geschrieben. Das ist eine gute Nahrungslieferung. Wir müssen nur aufpassen, dass wir in der Ernährung die ja dann abschalten. Allerdings haben wir noch kein Fleisch gehabt, dann können wir es glaube ich auch noch nicht rausnehmen, ne? Rohes Fleisch muss erst hier stehen, müssen wir erst einmal gehabt haben, damit das da oben auftaucht, glaube ich. Gut, wer macht was, das ist die Frage. Ellie macht gar nichts. Nahrungsmangel haben wir noch, ist klar. Allerdings sind die hier doch schon relativ weit. 93, 92, 92. Was haben wir denn, haben wir irgendwas bei Nahrung ausgeschlossen eigentlich? Also die Mehlläuse würde man ausschließen können. Mache ich jetzt auch mal, weil wir dann hier die Knorpel, die Dornbeeren, also nee, die eingelegte Klamotten machen, die Dornen, weil wir die dann essen. Knorpelbeeren, genau. So war das. So war die Idee. Strom haben wir. Forschung läuft bestimmt noch. Was hat man geforscht? Achso, Transformatoren waren das, glaube ich, die wir da anhaben, ne? Ja, genau so ist es. Dann kümmern wir uns darum. Dann geht es hier vielleicht auch noch weiter. Das mit dem Wasser wollen wir noch machen. Aber ich glaube, wir sollten jetzt erstmal diese Farmen. Und Prio-mäßig hat der Mordrak mir, glaube ich, auch geschrieben. Können wir hier noch einen Filter machen. Und dann kann man dann auch das Bauen auswählen. Und dann machen wir das Bauen mal hier auf 7. Dass diese Farmen mal ein bisschen schneller fertig werden. Ne? Hätte ich die Prio setzen können, dass er eher um eine Ecke kommt? Ne, da gibt es keine. Nee, gibt's nicht, schade. Okay, kriegen wir aber auch hin. Obwohl, die Mehlläuse werden wir auch noch fertig, ne? Strom ist noch da. Beim Grill gibt es zu wenig Ressourcen. Keine Dornbeere, keine Mehlläuse, keine rohe Eier. Okay. Ja, Eierknacker müssten wir auch haben. Dann können wir die überall, ne? Machen. Aber hier wird ja auf jeden Fall schon die erste Farm fertig gemacht. Hier wird eine Mehl ausgeerntet. Wir haben aber 4200 Kalorien zurzeit. Also müssen wir jetzt gerade nicht hier Angst haben, dass wir verhungern. Allerdings haben wir diese Angst immer. Machen wir hier Prio mit dem Gebäude. Machen wir da mal auf 6. Die anderen Stufen hier auch noch. Die bleiben auf 5. So, da ist die erste Farm fertig. Kommt der Mehlaus rein. Und gut ist es. Jetzt sollten wir diese Bepflanzung auch erhöhen. Uns um 7 auch bei den Pflanzen sowieso kümmern vielleicht, damit die schön gepflegt werden. Da wird gemacht. Hier wird nicht gemacht. Das Ding hier ist am Schlafen. Hier ist die nächste Farm fertig. Zack, Pflanzen. Dann haben wir da schon wieder 2 mehr. Das ist doch schon mal positiv, oder? Hier können wir noch nichts abbauen. Vielleicht sollten wir ein paar Algen abbauen noch. Und dieses hier auch noch. Und das da auch noch. Kriegen wir hin, oder? Das macht ja eigentlich immer Ellie. Ellie hat jetzt gerade hier irgendwie einen Mehlholzsamen geholt, den wir da reinpflanzen dann. Hier ist die nächste Tour. Ja, wird, oder? Günstige, schnelle Nahrung hat der Mordrak geschrieben. Wollen wir das mal hoffen, ne? So, da ist die Erde natürlich runtergefallen. Müssen wir gleich ausgraben wieder. Bravo. Jetzt fällt er runter. Nee. Ja, er fällt runter. Da gesehen. Gut, da gibt es Eisen. Hier gibt es aber noch eine Mehlaus. Und dann geht es auch weiter. Wir müssten beim Bauen dann auch noch die Prio hier vielleicht erhöhen. Mach die mal auf 6 bis dahin.
Ja, wird so passend sein. Gut. Hier gibt es auch noch eine Mehllaus. Wir haben 2400 Kalorien. Hier oben müsste einer kochen und da fehlt uns der Strom. Also auch nicht gut. Stromleitungen könnten wir dann mal bauen. Müssen wir aber schauen, dass wir die... Aber wir haben schon eine Stromleitung hier im Auftrag, die das dann da verbindet. Aber die ist noch nicht gebaut. Das bedeutet, wir könnten hier, wenn die Generatoren fertig sind, dann lass uns das mal hier nochmal Abbruch machen. Weil das könnten wir dann vielleicht ein bisschen anders machen, denke ich. Ziegel, ne? Kabel abbrechen. Und das brechen wir auch nochmal ab, den Kabel. Und wenn wir schon dabei sind, das Kabel natürlich auch weg. Da müssen wir die Leitung anders bauen, weil hier könnten wir die Generatoren hinmachen, wenn die von unten kommen. Transformatoren hinmachen, nicht Generatoren. Machen wir zwei Stück hin, um hier zwei Kreise zu machen dann. Gut, Strom läuft da erstmal. Da muss man dann gucken, dass man so ein bisschen das schaut, dass es passend läuft, ne? So, was wird gemacht? Nix. Doch, Samen kommen hier rein. Oh, da ist noch einer fertig. Dann bitte das da auch noch einpflanzen. Und hier kommt die erste Dornbeere oder Dornblüte. Und dann, oh, das ist eine Dornbeere. Ich glaube, das ist eine Dornbeere, ne? Ja, genau. Die essen wir nicht. Weil die wird hier weiterverarbeitet. Und ich glaube, Lindsay holt die schon, oder? Kann das sein? Ja, sieht so aus, dass die gleich weiterverarbeitet wird. Dann kriegen wir auch ein bisschen Essen dazu, ne? Hier wird gegessen. Wie viel haben wir hier? 1100 noch was. Gut. War aber nicht lecker. Gut, okay. Der Hedge ist immer noch hier am Rumlaufen. Da wird wieder ein Samen geholt hierfür. Sehr gut. Hier haben wir noch. Puff, auch hier liegen ganz viele Sachen, ne? Puffletteier. Die müsste man mal wegräumen, ne? Aber wenn wir die hier reinräumen, glaube, dann schlüpfen die da auch drin, wie wir sehen, weil da schon wieder eine Schale vorliegt. Dann ist das so erstmal. Ja, müsste man gucken, wo man so eine Station macht dann, ne? Für diese Tiere. Also hier geht's jetzt voran, ne? Die wachsen, Luftdruck ist nicht ganz optimal. Okay, manchmal fällt der Luftdruck nach unten. Nicht atembar. Hier reicht's, da reicht's nicht. Jetzt reicht's doch wieder. Okay, kriegen wir hin. Wie sieht's denn überhaupt mit Sauerstoff aus? Da startet das gerade noch nicht so dolle, ne? Hier unten geht's, aber hier oben geht's nicht. Wir brauchen mehr Sauerstoff. Lass uns mal noch so ein Terrarium da oben hinbauen. Besser ist es. Nur eine so eine Quelle hier ist vielleicht nicht die ideale Geschichte. Und die setzen wir mal gerade auf 9, weil das wichtig ist. Ja, hier sitzt es wegen dem Luftdruck immer ein bisschen aus, ne? Aber geht jetzt weiter. Wer verhungert? Stinky verhungert? Stinky hat auch keinen Sauerstoff, wenn Stinky... Oder ist es Rennen? Rennen verhungert. Dann muss er sich was holen, der war bestimmt nur auf Toilette gerade. Essen ist eigentlich da. Sind nur 6000 Kalorien, also das kann es nicht sein. Hier ist jetzt mal eine Flasche. Eingelegte Mahlzeit, die hat 1800 Kalorien, da sieht man es. Das sind drei auf einmal. Das ist der Beweismordrak dafür, dass eine Mehllaus eine Portion 600 Kilokalorien hat und hier holt sich einer das und dann kann er das essen und kriegt dann 1800 auf einmal. Ist das jetzt hier Rem, der das sich geholt hat? Weiß ich jetzt nicht, müssen wir gleich gucken, ob es alle ist, diese Portion, oder ob die da gleich steht. Dann wissen wir es. Aber momentan wird sie aufgegessen. Wenn das Rennen ist, der sie isst. Aber ich denke schon, ne? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wer die geholt hat. Ja, Rennen hat den Rest da stehen lassen. So, dann ist es bewiesen, dass das Sinn macht für die Mehllaus, die einzulegen, glaube. Weil wir dann
mehr auf einmal essen können. Hier ist wieder einer. Und der ist immer noch nicht tot. Und hier ist immer noch schlechter Sauerstoff. Hier passiert noch nichts. Sollte aber mal bald werden, oder? Müssen wir schauen. Hier wächst auf jeden Fall was. Nicht so gut, aber zögerlich, aber es geht irgendwo immer. Hier ist gerade auch dunkel. Achso, das sind nur Dornenblüten, die wachsen sowieso nur mit Licht. Hier geht's aber und da geht's auch. Gut. Jetzt gehen alle Profen, bis auf Stinky. Stinky macht der Nachtschicht, der macht auch gerade die Toilette sauber. Das ist schon mal gut. Eine ist schon sauber, die zweite wird hoffentlich noch sauber, wenn die morgen früh aufstehen, dass das geht. Was ist da mit dem Zeitplan? Haben wir da mehrere? Ja, ne? Ja, passt soweit. So. Da wird Strom gemacht, das ist auch gut. Aber wir müssen mit dem anderen Strom einfach vorankommen, ne? Dass hier die Leitungen gemacht werden. Dafür müssen wir auch mit der Forschung vorankommen. Jetzt haben wir so. Wie weit ist es denn noch, bis es fertig ist? Ist nicht mehr viel. 5 Punkte noch. Und keiner macht's. Ja, Ellie hat sich was zu essen geholt. Glaube ich. Aber hat dann die wieder hingelegt, weil keine Luft da ist, ey. Wenn sie kocht, das ist gut. Oder bringt auf jeden Fall das hin zum Kochen. Dann wird das Essen auch mehr. Ja, was ist hier mit Prio 9? Interessiert keiner, oder was? Da kommt jetzt jemand und macht das? Ja, da ist Lindsay, die gerade das macht. Erde ist geliefert. Im Bau. Jetzt nur der Baumeister, der fehlt. Ist das Catalina, die es macht? Ja, gut. Dann geht's da ja auch voran. Und da werden wir auf jeden Fall die Sauerstoffprio auch hochsetzen. Ich mach sie mal hier auch auf 7. Wie sieht sie hier unten aus? Da machen wir sie auch auf 7, dass Sauerstoff kommt. Objekte fehlen Ressourcen und wir haben kein Essen, das ist auch klar. Strom ist da. Das Terrarium wird gleich fertig. Und dann setzen wir die Prio da auch noch höher. So. Hier werden die Algen schon geholt, dann werden die da auch gleich reingesetzt, schätze ich mal. Nee. Aber die kommen hier rein, oder was? Das ist auch gut, wenn... Ja. Hat sie jetzt Algen geliefert, oder nicht? Das weiß ich jetzt nicht, ob das geklappt hat oder nicht. Auf jeden Fall passiert hier nichts. Ist auch gerade der Strom wieder alle gegangen. Ja, super, oder? Da wird aber jetzt gemacht mit Strom. Da wurden Algen geholt. Wo gehen jetzt die Algen hin? Das würde mich interessieren. Ins Terrarium, das ist auch wichtig. Und da muss dann noch Wasser hin, ne? Oder? Ist das schon zuerst kein Problem? Da muss da auch Wasser rein, ne? Ich glaube, da fehlt jetzt nur das Wasser. Wird aber nicht angezeigt, dass es fehlt, ne? Aber da kommt schon, nennt sie ja auch das Wasser und dann kriegen wir auch Sauerstoff. So, sehr gut. Jetzt haben wir hier eine Sauerstoffquelle direkt am Bett. Okay, da geht's. Hier wird geerntet. Da ist ein Dornenblütensamen. 4000 Kalorien haben wir da. Hier sind also zwei Bären wahrscheinlich. Das ist auch gut. Strom ist auch wieder da. Jetzt müsste einer hier noch die Forschung voranbringen. Die mal jetzt mal auf 6. Dann müssen wir hier später gucken, dass wir das mal angeschlossen kriegen mit dem Strom. Bis wohin ist der Strom? Okay, bis zur Pumpe. Ja, und bis da, das passt ja. Dann können wir hier diese Anschlüsse weiterführen. Wir hatten das ja schon abgebaut wahrscheinlich. So, Stinky ist am Forschen, das ist gut. Hier wird nicht weitergebaut. Müsste man aber eigentlich hinkommen, ne? Ja. Hier wächst es dann auch wieder. Hier wächst es auch. Wir sind schon bei 27%. Das ist nicht schlecht. Gut.
Hier wird jetzt auch interessanterweise wieder gemacht. Da hat wahrscheinlich einer die geschafft, die Algen da reinzustecken. Jetzt geht's mit dem Sauerstoff auch wieder voran, ne? Ja, hier sieht's schon ein bisschen so mit bläulich aus. Hier geht's ja auch. Irgendwie kriegen wir es hin, würde ich sagen, ne? Dann sollten wir hier diesen luftdurchlässigen Ziegel mal einmal priorisieren. Das wäre nämlich sinnig. Forschung ist abgeschlossen, das ist sehr gut. Dann bedeutet das, wir machen eine neue Forschung noch. Wir hatten was angefangen. Hier die Rutschstange machen wir jetzt erstmal weiter. Wegen schneller Wege müssen wir nun ziemlich viel umbauen, weil wir hier keinen Platz für eine Rutschstange haben, sozusagen. Und wir können jetzt hier gerade gucken noch, dass wir den Leistungssensor haben. Und hier die ganz vielen Sachen wie den Stromabschalter, Starkstromverbindungsplatte, Starkstromkabel, Wassergenerator, Wasserstoffgenerator. Und hier das Entscheidende ist er hier. 1, 2, 3. Das wären 3 Stromkreise. So, dann die Leitung dahin. Ja, diese Leitung müssen wir dann stärker bauen irgendwann, ne? So, da ist der Eingang und hier sind die Ausgänge. Erster Ausgang geht hier so hoch. Ist noch da oben, würde ich sagen. Und geht dann hier rüber. Und läuft dann da weiter irgendwann. Zweiter Ausgang geht hier lang. Geht hier lang. Und geht da lang. Und schließt dann da an. Und der dritte ist hier. Und den machen wir halt hier lang. Sieht zwar jetzt nicht schick aus, aber der geht mal bis nach da. Und hier müssen wir jetzt noch gucken, dass wir den Strom einmal unterbrechen dann, oder? Kabelbau abbrechen. Jetzt machen die da schon mal irgendwelche Ziegel, anstatt hier irgendwas zu machen, wo ich viel mehr von hätte vielleicht. Naja, okay, dann würde ich sagen, machen wir aber erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 5800 Kilokalorien. Geht gerade.